Hi, meine süßen Honeymoons! Ich wurde angezeigt wegen eines meiner letzten Videos. Ja, wer hätte das gedacht, dass das irgendwann mal bei mir passiert? Alles weitere nach dem Intro. 3, 2, 1, Intro. Du kannst selber eine Eisfrau haben. Ich bin groß genug. Ich kann schon meinen Namen schreiben. J-I-T-P-E. Jetzt fragt ihr euch ja wahrscheinlich, warum wurdest du heute Maid denn angezeigt? Ja, dazu habe ich mal das Schreiben rausgeholt. Ich habe eine Verwarnung bekommen. Ja, ja, ich werde dann auch einfach mal den Brief vom Bezirksamt, Gesundheitsamt vorlesen. Sehr geehrte Frau, wie bitte was? In einem gegen Sie eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren wird Ihnen vorgeworfen, nach Vorliegen Ihres positiven POC-Antigen-Schnelltestergebnisses sich nicht direkt in die häusliche Quarantäne begeben und isoliert zu haben. Mit den Schreiben vom Sachverhalt haben Sie sich geäußert, bla bla bla. Die vorgelegenen Beweismittel zum Tatverlauf wurden mir von der Polizei mit Anzeige des Ordnungswidrigkeit zur Verfügung gestellt. Interessant. Und ich habe jetzt ein Verwarnungsgeld erhalten. Die Person, die mich übrigens angezeigt hat, freut sich jetzt wahrscheinlich ziemlich über dieses Schreiben. Ja, und dann wurde mir halt gesagt, dass sollte ich diese Einzahlung des Verwarnungsgeldes nicht zahlen, ja, ich dann halt ein Bußgeld bekommen würde. Und in den anderen Schreiben hieß es dann halt auch, dass ja, man mit über 5000 Euro Strafe rechnen kann. Ja, ihr wollt jetzt alle wissen, wie viel denn die Liebe wie bitte was zahlen musste. Ne? Dazu kommen wir später. Ich habe erst noch überlegt, ein Spendenkonto zu errichten, weil ja, also das hat mich schon ziemlich hart getroffen. Aber 5000 Euro sind es jetzt nicht geworden. Also, Leute, sorry, mit OnlyFans-Account wird es jetzt doch nichts. Ach, ficken. Seid froh. Seid froh darüber. Ja. Es wurden zum Glück keine 5000 Euro, die ich dir zahlen musste. Ja, wo ich mir denke, woher nimmt diese Person, die mich angezeigt hat, diese Informationen, dass ich mich nicht direkt in Quarantäne begeben habe? Hat man mich gestalkt? Ist man mir hinterhergelaufen? Keine Ahnung. Mit wem habe ich darüber großartig gesprochen? Mir nichts vorzuwerfen. Wie kommt eine Person darauf? Ah, Janina! Teilt doch alles auf YouTube! Na Mensch! Ja, wenn man eins und eins zusammenzählt, ne? Ich habe in meinem Video, in meinem Vlog, also ich hatte Corona, ne? Und dann wollte ich das halt so, na, zeigen, wie schlecht es mir geht und den Leuten halt einfach da draußen mitteilen, so Vlog-mäßig. Und da ist mir ein Fehler passiert. Ich habe im Einkaufszentrum gesagt, dass ich mein Ergebnis schon hätte. Das hatte ich aber gar nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, ich habe mich auf Arbeit getestet, da war der Test negativ. Da habe ich mich zu Hause getestet, war positiv. Die Tests waren immer negativ, positiv. Deswegen bin ich dann nicht bei einer Teststelle testen gegangen. Und mir ging es gar nicht gut. So. Ich wusste aber nicht, ja, bin ich jetzt negativ, bin ich jetzt positiv. Die Tests waren ja andauernd immer unterschiedlich. So, und als ich den Test gemacht habe, hat dann die Frau gesagt zu mir, kommen Sie in 15 bis 20 Minuten wieder, dann haben wir das Testergebnis. Und habe ich gesagt, ja, kann ich denn vorher auch nochmal einkaufen gehen? Und dann meinte sie, ja, natürlich kann ich das tun. Und das habe ich dann getan. Ich bin einkaufen gegangen. Ich habe ja eine Maskenbefreiung. Ich kriege ja so schon schlecht Luft und dann noch mein Übergewicht, Leute. Ja, und ich habe trotzdem einen Schal getragen. Man sieht es ja im Video und mir ging es schon so mega, mega beschissen. Ich hatte Fieber. Mir ging es gar nicht gut.
Trotzdem habe ich dann schon versucht, mich zu schützen, beziehungsweise mein Umfeld zu schützen. Und bin auch Leuten dann nicht so nahe gekommen. Sollte man ja generell denn nicht machen, wenn man krank ist, ne? Hab das dann auch nochmal gevloggt. Und im Vlog sage ich dann, ich werde diese Sequenz auch gerne nochmal gleich abspielen, dass ich das Ergebnis habe, dass ich positiv bin. Ich habe von den Testergebnissen gesprochen, die ich zu Hause gemacht habe, die ja vorher negativ, dann positiv waren. So, ich gehe jetzt nochmal einkaufen. Morgen bin ich ja erstmal. Ich habe gerade mein Schreiben bekommen, ich bin positiv. Jetzt werde ich erstmal noch einkaufen gehen, weil ich ja dann erstmal ein paar Tage zu Hause bin, ne? Es war mir zu viel in diesem Moment zu sagen, ja Leute, und gleich muss ich dann nochmal zum Testzentrum zurückgehen. Jetzt bin ich gerade einkaufen und da bekomme ich dann erst das Ergebnis mitgeteilt. Es ist halt einfach schneller zu sagen, ja Leute, ich bin positiv, ne? Beim Schneiden habe ich mir damals sogar noch gedacht, boah, wenn das mal nicht versucht, die irgendjemand anzukreiden, because das könnte ein bisschen falsch verstanden werden, so schwierig. Aber ich habe mir da weiter nichts bei gedacht. Und dann habe ich ja aber das Schreiben im Briefkasten gehabt, ne? Ein paar Monate später. Na Mensch. Und dann habe ich erstmal geschluckt, weil ich mir auch dachte, welche Ratte hat mich da bitte schon angezeigt? Ich bin auf dem direkten Weg nach Hause gegangen, als ich das Testergebnis hatte und es offiziell hieß, ich bin positiv. Ich kenne so viele Leute, die dann nochmal einkaufen gegangen sind, weil sie auch einfach niemanden anderen haben, der ihnen die Einkäufe eingekauft hätte. Aber ich bin auf dem direkten Weg nach Hause gegangen. Die meisten denken sich auch so, ja, voll geil, dann hast du erstmal 2 Wochen Ferien, ne, hast du frei. Was denken die Leute? Du bist da halb am Verrecken im Bett. Soll ich euch mal erzählen, wie mein Corona war? Mir ging es gar nicht gut. Ich habe fast 2,5 Monate zu Hause gesessen. Mir ging es so dreckig. Ich lag den ganzen Tag im Bett, bin aufgestanden, auf Toilette, hab mich geduscht, Netflix, gegessen, also Essen bestellt, wieder schlafen gegangen. Das habe ich fast 2,5 Monate Depression in my life durchgezogen. Ich habe die ganze Zeit von meinen Ersparten gelebt, habe die ganze Zeit Lieferando hier richtig schön ein auf den gemacht. Ich bin gar nicht mehr richtig nach draußen gegangen. Und erst mal die ersten Wochen hatte ich auch einfach gar keine Kraft, nach draußen zu gehen. Mir hat die Kraft gefehlt. Ich bin 3 Tage nach meinem positiven Testergebnis, damit ich den genesenen Status habe, habe ich den anderen Test gemacht. Und das war schon die Hölle für mich. Ich kam gar nicht klar. Mein Kopf hat so gedröhnt, aber ich brauchte ja nochmal den anderen Test. Den konnte ich am gleichen Tag auch nicht machen, weil dann auch schon alles zu hatte und mir mein Kopf, mein Schädel fast geplatzt ist. Und ich finde das so ekelhaft, dass da irgendwo eine Person draußen ist und sich dann denkt, ja, also die Janina, die Hüte, was? Die zeige ich jetzt mal an. Wie wird das so gewesen sein? Nee, also, die Liebe, bitte was? Die ist ja gemeingefährlich. Die steckt uns ja alle an. Die muss ich erst mal melden gehen. Ach, wenn ich schon so ein paar OnlyFans-Fotos machen würde, das würde mich ja schon... Na, Sekretärinnen-Look? Ja, ne? Dachtest du auch gerade, wa? Nee, nee, du. Also, jetzt will ich sie erstmal heimzahlen. Die hat eine Storytime über mich gemacht. Also, da werde ich jetzt aber erstmal eine Anzeige schreiben. Boah, und was für ein Stasi-Land. Satire! Leb ich eigentlich? Was ist in den letzten 2 Jahren eigentlich aus den Menschen geworden? Also mir fehlen wirklich die Worte. Und ich kann eins schon leid tun, dass ich jetzt diese Strafe zahlen musste. Also ich habe mir eigentlich überlegt, ob ich mir jetzt einen Anwalt nehme. Aber dann dachte ich mir so, Gott, das ist auch eigentlich zu viel Stress. Und so viel Stress möchte ich nicht. Möchte ich einfach nicht. Und dann versuch mal gegen den Staat zu klagen, ne?
Also, da würdest du natürlich gewinnen. Und ich hatte jetzt wirklich keine Lust auf diesen ganzen Stress, deswegen habe ich es einfach bezahlt. Die 5000 Euro. Leute, ich muss jetzt noch OnlyFans machen. Ja, habe ich jetzt zwei Lieferando-Bestellungen weniger. Boah, was hätte ich mit den Geld machen können, alles? Ich hätte mir weitere Bücher kaufen können. Wie kommt denn der Koran jetzt hier hin? Ich hätte mir weiteren Schmuck kaufen können. Was ich mir hätte alles Neues kaufen können. Aber wir zählen in Dönerwährung. Boah, auch ganz schön teuer geworden, war. Inflation. Und wer ist schuld daran? Dumme Leute würden jetzt sagen Putin. Da kommt auch mal ein Video nochmal dazu. Ja, Putin, ne? Putin ist an allen schuld. Mhm. Ich finde es halt einfach nur übertrieben peinlich. Ich weiß auch nicht, was die Person davon hat. Aber auf jeden Fall hat die Person anscheinend so ein miserables Leben, the miserable life, dass sie so frustriert ist, vom PC sitzt und sich denkt, ja, also da schreibe ich jetzt mal eine Anzeige. Du bist peinlich, du bist mega peinlich. Wenn man jetzt mal wirklich gegen Leute vorgehen würde, die wirklich Dreck am Stecken haben, also, ne, dann, Hut ab. Ja, was hat mich der Spaß gekostet? 35 Euro, Leute. Ja, 35 Euro weniger in meiner Tasche, die ich jetzt auch einfach bezahlt habe. Money making ist am Start. Ja, dafür gehe ich arbeiten. Um den Vaterstaat weiter tatkräftig zu unterstützen. Genau. Ich habe es absolut nicht eingesehen, das zu bezahlen, weil ich mir habe nichts zu Schulden kommen lassen. Habe es jetzt aber trotzdem bezahlt. Man hätte es doch einfach bei einer Verwarnung belassen können, wie man sich richtig zu verhalten hat. Richtig zu verhalten hat, ne? Ist doch schon traurig, dass man erwachsenen Leuten erzählen muss, dass sie sich auch richtig die Hände desinfizieren, ja? Also früher oder später wird jeder von uns Corona haben. Und wir sollten, ja, halt auch einfach mehr Liebe mit unseren Mitmenschen teilen und nicht irgendwie, dass man Hinz und Kunz oder in diesem Fall wie bitte was anzeigt. Also wo ich dieses Schreiben im Briefkasten hatte, da ich mir echt so, wer will mich denn verarschen? Das kann doch nur ein Fake sein. Wer prangt mich jetzt denn hier? Hahaha, witzig. Ich hätte das auch alles bezeugen können, weil ich bin ein Mensch, der generell mit Karte bezahlt. Ich hätte das auch alles so quittieren können mit Uhrzeiten. Wann habe ich den Test gemacht? Wann habe ich das Ergebnis bekommen? Hätte das alles so raussuchen können, aber ich habe ja auch niemanden umgebracht, weil ich jetzt hier einen auf den, ne, machen muss. Die müssten mir etwas beweisen und, ne. So sieht's aus. Also Spenden nehme ich, nein, Spaß, das muss man ja auch wieder versteuern, ne. Habe ich erst überlegt gehabt, aber Spenden müsste man dann wieder versteuern. Und deswegen habe ich das gleich sein gelassen. Ne? So, ab nächste Woche gibt es dann OnlyFans-Content von mir. Schreibt mich ja gerne an. Das war ein Spaß. Alice verkauft auch keine Bilder mehr. Demnächst werden wieder ein paar andere Videos kommen. Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen aktiver. Ne? Ich muss jetzt erstmal richtig Überstunden hasseln, um die 35 Euro wieder reinzubekommen. Tschüss. Und an die Person, die mich angezeigt hat. Karma wird regeln. 10 minus Karma-Punkte. Mann, so viele Döner, die jetzt an mein fettes Doppelkinn nicht mehr rankommen. Scheiße, ich glaube, nach diesem Video möchte man mich einweisen. Vor allen Dingen, man kennt meine Meinung, die ich ja die ganze Zeit offen kundtue zu gewissen Themen.
Und mein Video war so satirisch. Es ist echt schlimm. Man muss so aufpassen, was man sagt, was man postet. Irgendeiner, egal wer, fühlt sich immer angegriffen oder versucht hat, einfach nur irgendeinen Fehler zu suchen. So, tschüss. 35 Euro. Scheiße, ey. OnlyFans. Ich sehe nur noch OnlyFans.